Herzlich willkommen zur Inbetriebnahme unseres Gerätesystems Evita-Familie. Mein Name ist Michael Klein, Mitarbeiter der Dräger Academy in Lübeck. Das Gerätesystem wird auf einer Normpalette angeliefert, dessen Front auch hinterher als Abfahrrampe genutzt wird. Die Abfahrrampe ist mit 4 Schrauben an der Halterung befestigt. Diese Schrauben müssen gelöst werden. Dazu gibt es an der Vorderseite einen Immo-Schlüssel. Bitte beachten Sie, dass das Gerät, wenn es von der Rampe heruntergefahren wird, nicht umkippt oder in einer Schräglage liegt. Dafür gibt es sogenannte Indikatoren. Diese Indikatoren sind an der Gerätevorderseite bzw. Rückseite montiert. Solange Sie das silberne Symbol innerhalb des Fensters sehen, ist das Gerät in einem ordnungsgemäßen Zustand. Sollte sich der Indikator in Rot verändert haben, dann ist das Gerät während des Transports umgekippt und darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern bitte benachrichtigen Sie Ihren zuständigen Servicetechniker, der das Gerät dann überprüft und wieder instand setzt. Nachdem das Gerät von der Palette heruntergefahren worden ist, werden wir den Bildschirm, die Bedieneinheit an dem Gerätesystem festschrauben. Dazu nehmen wir den Bildschirm aus der Transportsicherung und hängen den Bildschirm an die vorgesehene Normschiene und arretieren den Bildschirm mit dem Drehrad. Entfernen die Transportsicherung und drehen den Bildschirm vor das Gerät. Je nach individueller Konfiguration Ihres Gerätesystems finden Sie auf der Palette weitere Kartons mit Zubehör. In den Kartons befinden sich 2 zusätzliche wiederverwendbare Expirationsventile, der Flow-Sensor, ein, wenn Option CO2 gewählt ist, CO2-Sensorhalter, unterschiedliche CO2-Küvetten, Einweg oder Mehrweg, der Sensor zur CO2-Messung sowie eine Testlunge. Des Weiteren, unter Umständen in einem weiteren Karton, finden Sie die Anschlüsse für die zentrale Gasversorgung, für Sauerstoff und Druckluft sowie die jeweilige Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Landessprache. Des Weiteren finden Sie den Halterarm für das Schlauchsystem mit der Schlauchklemme, die hier vorne in die Halterung eingesetzt wird. Der Halterarm wird über die Normschiene an der Beatmungsgeräteseite eingeschoben und mit dem Drehrad fixiert. Als nächstes verbinden wir die zentralen Gasversorgungsschläuche mit dem Beatmungsgerät. Auf der Rückseite des Gerätes finden Sie die jeweiligen Anschlüsse für Sauerstoff und Druckluft. Die jeweiligen Anschlüsse sind mit Schutzkappen versehen, die vor Anbringen der ZV-Schläuche abgenommen werden. Aufstecken der Zentralversorgungsschläuche und das Drehrad handfest anziehen. Der Anbau der Druckluftversorgung erfolgt nach demselben Prinzip. Das Gerätesystem wird standardmäßig mit wiederverwendbaren Expirationsventilen ausgeliefert. Alternativ ist die Anwendung eines Einweg-Expirationsventils möglich. Der Einbau des Expirationsventils erfolgt folgendermaßen. Öffnen Sie die Klappe am Beatmungsgerät, setzen Sie das Expirationsventil in die dafür vorgesehene Öffnung ein und arretieren Sie das Expirationsventil mit dem Drehring. Nun setzen wir den für die Beatmung notwendigen Flow-Sensor in das Beatmungsgerät ein. Der Flow-Sensor wird in die dafür vorgesehene Öffnung eingesteckt und in das Expirationsventil eingeschoben. Schließen Sie die Verschlussklappe. Alternativ lässt sich an dem Beatmungsgerät ein Einweg-Expirationsventil verwenden, was mit einem Bakterienfilter expiratorisch versehen werden kann. Dazu entfernen Sie die Wasserfalle vom Expirationsventil und stecken das Expirationsventil in den Filter. Der Einbau des Einweg-Expirationsventils mit dem integrierten expiratorischen Filter erfolgt analog zu dem des wiederverwendbaren. Der expiratorische Filter ist auch in Kombination mit dem wiederverwendbaren Expirationsventil einsetzbar und enthält eine integrierte Wasserfalle. Das Expirationsventil-Einweg mit dem Filter wird exakt genauso eingesetzt wie das wiederverwendbare auch. Einstecken, mit dem Drehrad arretieren. Als nächstes verbinden wir das Beatmungssystem mit einem Schlauchsystem, in diesem Fall ein Einwegschlauchsystem mit einer Doppelschlauchführung. Alternativ ist ein Koax-Schlauchsystem, also ein Schlauch-in-Schlauchsystem, ebenfalls möglich. Wir verbinden
den inspiratorischen Ausgang mit unserem Schlauchsystem und den expiratorischen Filter mit unserem Expirationsteil des Schlauches. Fixieren das Schlauchsystem in der dafür vorgesehenen Schlauchklemme am Halterarm. Bei Verwendung der expiratorischen CO2-Messung verbinden wir den Hauptstrommesssensor mit einem gelben Anschluss mit dem jeweiligen Verbindungsteil am Beatmungsgerät, ebenfalls gelb gekennzeichnet. Der CO2-Hauptstrommesssensor kann in den Parkhalter eingeschoben werden und ist an der Geräteseite sicher fixiert. Nach Anschluss des CO2-Hauptsensors führen Sie bitte das Verbindungskabel in die Schlauchsicherung ein und verhindern somit bei Zug des Kabels ein Ausreißen des Steckers. Wir können nun die ZV-Anschlüsse für die zentrale Gasversorgung, Sauerstoff und Druckluft in die jeweils vorgesehene Wandversorgung oder in eine Flaschenversorgung einstecken.